Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir, wo wir jetzt erstmal Folgendes machen. Und zwar werden wir unserem Pokémon Surfer beibringen. Wenn ich das dann finde. Da. Sortieren. Numerisch. Aber willst du da was, bevor ich noch irgendwas anderes mache, speichere ich erstmal wieder, weil ich habe voll Angst, dass das jetzt ausgeht. Weil ich habe ganz schön viel gemacht und habe, glaube ich, noch keins mal gespeichert. So, gut. Haben wir das Problem auch gelöst. Beutel. So, Surfer, Surfer, Surfer. What the fuck? Da fuck. So. Schade, das Ei kann kein Surfer lernen. So, dafür vergesse ich jetzt erstmal Aquaknarre oder was das war. Genau. Oder? Ja, ne? Ich würde mal sagen. Denn die brauchen wir eigentlich nicht. So. Was haben wir sonst noch hier Tolles? Geheimpower. Voltwechsel, Blitzstempeltier, Heimzahlung. Aber die kann man nur 5-mal einsetzen. Ach, bis wir bei dem scheiß Attackenverlerner-Spacko sind. Ich guck die so dumm an. Dauert das schon voll lang. Das heißt, Stärke kann ich erstmal eine Zeit lang nicht vergessen. Rosemary, als ob die irgendwie für Rosemary heißt. Hoppla. So gut, dass ich Tackle behalten habe. Den jetzt kann ich wegtackeln. Geil. Die Gegner hier sind ein bisschen schwach. Ich weiß, dass hier einer Magnetilo hat. Irgendwie wäre Magnezone ja auch geil, aber das kann ich gar nicht bekommen. Weil Magnezone kriegt man nur durch Tausch. Und das kriege ich nicht. Ah, ich kann Knäulima benutzen. Knolli kann mal zeigen, was die drauf hat. Aber warte mal, die kann ja gar keine Flugattacke, ne? Das ist doof. Wer labert da so laut? Ah, shit. Vielleicht kann ich mir Stahlflügel beibringen, weil die auch nichts bringen würde. Egal. Wow. Oh, nee. Noch vergiftet am besten? Nee. Also Knolli hat bis jetzt schon bestimmt 2 KP Schaden in seinem ganzen Leben gemacht. Dann hol ich jetzt Sirup. Bevor ich schon wieder so eine Stunde gegen so ein scheiß Roselia kämpfe, ey. Oh, ich hab Schokolade in der Hand. Und da habe ich mir gerade, glaube ich, die ganze Zeit durch die Haare gerieben. Wo kommt die her? Achso, von den Rollo-Dingern, die ich eben gestern. Rollo mit Rollo. Rollo ist was anderes. Was passiert? Ach, Sirup hat wieder ganz boss-like die Attacke abgewehrt. Also ich glaube momentan ist echt Sirup. Ist Sirup mein stärkstes Pokémon? Ich weiß es nicht. Das ist schon ganz schön krass. Rupert erreicht Level 31. Was? Konfusstrahl? Rupert. Böse. Ich glaube, ich vergesse einen Eschern wieder. Der bringt überhaupt nichts. Ja. Das ist richtig unnütz. Weil Rupert ist halt einfach nicht so der Typ, der Feuerattacken einsetzt. Dafür kann ich jetzt den Gegner verwirren. Das ist doch cool. Ich muss noch kurz Folgendes machen, weil mich das wieder anpisst. Die Attacken ein bisschen sortieren. Bei dem sind alle Attacken okay. Oder? Jo. Jo. Bei dem aber nicht. So. Und so. Upsa, wenn ich nicht okay. Na gut, hier ist alles hässlich, da kann ich nichts dran ändern. Aber ich kann mit hier tauschen. Weil Stärke hätte ich bestimmt irgendwann vergessen. Warum stehst du da und guckst du die Wand an? Wenn da ein Schiff ist, dann kann man Surfer benutzen. Okay, danke. Sternstaub. Yay, yeah, schon wieder. Hab schon 2-mal gefunden. Gut, dann benutzen wir jetzt mal zum ersten Mal Surfer. Ich surfe auf so einen kleinen armen Murabel, ey. Denk ich auch so, was machst du mit mir, du Bastard? Oh, das war eine weite Reise. Warte mal, was ist das hier der Typ, der mir die Angel gibt? Ach ja, so eine Profi-Angel ist schon was Tolles. Ja. Yes. Angel. Ich vergesse jetzt mal, wo die ist, ey. Das ist wieder das scheiß Kamerateam. Ich habe wirklich keinen Bock, um die zu kämpfen. Dann könnte ich so wieder Arschwasser an der Kamera sagen. Mich richtig freuen, wenn er im Fernsehen kommt. Aber trotzdem. Oh mein Gott, ich habe gerade einen Weil mal gehört, glaube ich. Hä?
ist es doch. Werd mal durch die Bewegung, die ich jetzt mache. Flüchtet das. Soll ich mal ausrasten? Von einfach, glaube ich, voller gute Pokémon. Jetzt passiert was Episches. Hallo! Lange nicht gesehen. Wir sind uns doch in der Granithöhle begegnet, nicht wahr? Warte, ich komme gleich drauf. Dein Name ist Anja, nicht wahr? Schön, dich zu sehen, dass du deine Reise gesunde Mutter vor. Schön zu sehen, dass du deine Reise geil fortsetzen kannst. Sag mal, Anja. Weißt du, wir leben in der großen Welt der Pokémon. Auf der Vielfalt. Was? Okay. In der Welt, in der wir leben. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren oder sich auf einen Typ spezialisieren. Was liegt dir als Trainer mehr? Ich habe gemerkt, dass ich so dumm bin, um mich auf einen Typ zu spezialisieren. Naja, nicht, dass es mich groß was angeht. Aber in deinem Fall würde mich das durchaus interessieren. Nun gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich würde mich freuen, dich mal wiederzusehen. Das war sau unnütz. Rennhult in den Busch rein. Rennhult in den Busch. Oh, was ist das? Schuhe. Hm. Spawn. Krass. Oh mein Gott, Anja, das Pokémon. Da unten steht die ganze Zeit so, du wurdest bemerkt. Latios? Schua. Willst du uns sagen, wir sollen auf deinen Rücken aufspringen? Woher weißt du halt? Anja, komm mit. Ich glaube, Latios bittet uns um seine Hilfe. Also dann, los geht's. Okay. Flup, flup. Party hard, yo, yo, swag. Wie stark ist das eigentlich, dass er uns tragen kann, ey? Okay, cool. Jetzt sind wir auf der geheimnisvollen Superinsel, die irgendwie komisch fischaugenhaft wird. Da wären wir. Vielen Dank, Latios. Cool, das auch mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Hm, was für ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür, aber ich fühle mich aus irgendeinem Grund verunsichert. Mir ist, als würde ich mich in einem Traum oder in einer Illusion befinden. Mir wurde erzählt, dass auf dieser Insel zwei Pokémon hausen, die das Geheimnis einer mächtigen Form der Entwicklung hüten. Gemeint ist die Mega-Entwicklung. Ob es wohl jemand auf diese mächtige Geheimnisse abgesehen hat? Wir sollten dem näher auf den Grund gehen. Okay. Gehe ich dem mal näher auf den Grund? Denen er versuchen, Zen zu halt. Die, denen die Erinnerung verpasst, versuchen sie im Herzen zu halten. Wieso wurde mir das jetzt übersetzt? Voll, wer hat mir das jetzt übersetzt? Oh shit, oh shit. Renn mich halt weg. Latias, welch ein umwerfende Erscheinung. Wäre dieses Pokémon ein Stein, dann wäre es wohl ein Sonnenstein. Oder warte, ein Funkelstrahl, ich glaube, das Strahlen, die strahlende Studie halt noch viel besser. Es steht selbst den edlen Stahl-Pokémon in nichts nach. Okay. Du hast dein T-Shirt vergessen, okay. Das sind die Mitglieder von Team Aqua. Wie kommen die hier hin? Wie kommen die hin? Jetzt wird mir einiges klar. Latios und Latias wussten sicher, dass sie kommen würden und haben sich uns deshalb. Och. Was hat der im Gesicht? Das ist so ein Naruto-Charakter. Ich werde verrückt. Was habt ihr hier zu suchen? Ich werde nicht mehr. Kommandant Wolfgang! Dass das Kind, von dem alle reden, das Bike, das uns ständig in die Quere kommt. Aber wer dieser Lackaffe in seiner Begleitung ist? Ich hatte das Gefühl, nicht los, den Kerl schon mal gesehen zu haben. Ist irgendwie ein Wettbewerbster? Wahre. Ist doch piep egal. Ich bin Wolfgang, Vorstandsmitglied von Team Aqua. Ich bin hier, um Latias, das Pokémon hinter euch, und den Nagel zu reißen. Oh, und wo wir gerade dabei sind, den Megastein, der es bei sich trägt, können wir mal für uns eintüten. Ah, hier kriegt man die Mega-Entwicklungsstein, scheiße. Team Aqua wird seine Pläne mit Gewalt umsetzen. Deshalb brauchen wir eine sagenhafte Macht der Mega-Entwicklung. Klare Sache, oder? Ihr habt die Wahl. Entweder ihr macht schön brav Platz, oder wir müssen handgreiflich werden. Aber also, was ist die Sache? Vielen Dank, der Herr. Ich würde schon gerne wissen, was passiert, wenn ich hier drücke. Genau diese Antwort wollte ich hören. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Wir müssen Latias von diesen Schurken beschützen. Latias und der Megastein dürfen auf keinen Fall solche Kanonen in die Hände fallen. Möwehaare. Wenn ihr wirklich so blöd seid, lasst uns keine andere Wahl. Wir werden euch zu klein, um zu arbeiten. Ja, mit deinen Pokémon, die ich bestimmt nicht gesehen habe. Was wird es sein? Ein Kaniwan, Haare vielleicht? Oh mein Gott. Aqua-Vorstand Wolfgang. Alter. Slimer. Oh shit. Oh, Torhydro schon. Oh mein Gott. Meta. Schade, dass der nicht das Shiny-Metern hat. Ich
Wäre da cool, wenn er das hätte. Wenn ich Surfer einsetze, dann kille ich meinen guten alten Freund Troy mit. Das ist so geil. Deswegen werde ich einfach Steinhagel einsetzen. Oh, da greift beide an. Okay. Das schlägt natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder ein Matschhaufen und einen Fisch mit einer Klappe. Ja, Volltreffer sogar. Ich glaube, ein Kopfstoß von dem tut ultra weh. Ja, okay, die Tuss ist schon mal verreckt, geil. Ich habe immer noch keinen Donner-Pokémon. Soll ich mal Schaufel ausprobieren? Komm, probier mal Maus. Wieso ist der so dumm und greift den an? Mein Ohr juckt. Au. Die Kopfhörer, die tun mir immer irgendwann so in der Fresse weh, ne? Oh, da kann Metallklaue. Wow, sehr effektiv. Nicht. Als ob eine Rauhaut einem scheiß Vieh aus Metall was antut. Okay. Wow, Wolfgang und seine Tusse waren richtig stark. Und der Bobby braucht nur noch ein Level. Ich kann das Sonderbohrung jetzt benutzen. Nö. Knäuli errechnet 21, cool. Die haben echt was drauf, da wird mir ganz schwindelig. Oh nee. War an, er war die Tuss, die gesagt hat. Eine aufregende Niederlage. Ich gewinne 10 Milliarden Euro. Warum geben die eben echt noch Geld, wenn man gegen so eine Ganoven-Bande verliert? Huch? Na, ja, ganz schön stark. Du gefällst mir, Kleiner. Ich geb's zu, ich habe eine Schwäche für starke Trainer. Deshalb hat mich Adrian damals auch so. Hat mir damals Adrian auch so imponiert. Ihr seid meistens genauso imposam. Ihr seid mindestens genauso stark wie er. Er sieht's mich einfach. Aber wenn wir uns nochmal bewegen, auf dem Wisch ich den Boden mit euch auf. Ist das klar? Obwohl, ihr meint wahrscheinlich uns beide, ne? Los, du Schlaftablette, wir ziehen eine. Roger. Ich hab gedacht, der heißt Wolfgang. Uff. Das wäre überstanden, Anja. Ach ja. Ich habe am besten gleich dein Team. Danke, dass du das kannst. Dein Team wurde vollständig geheilt. Du hast dich fantastisch geschlagen. Dieses Pokémon trägt den Megastein bei sich. Ohne dich wäre er sicher nicht hingefallen. Ich bin mir sicher, Latias hat dich inzwischen auch als vertrauenswürdigen Trainer angekannten. Sieh nur, es bietet dir seine Unterstützung an. Ich glaube, es will dich auf deiner Reise begleiten. Schnapp es dir. Geil! Und jetzt haben wir einfach ein legendäres Pokémon bekommen. Muss ich jetzt ernsthaft Pokémon aus einer Box rausschmeißen? Kommt halt Ei weg, ey. Tschüss. Also ich kann halt einfach in die Box teleportieren. Ne, ich werde Latias eh nicht benutzen. Ich finde, das soll seinen Namen behalten. Latias Need. Aber immer noch kein Mega-Armband. Cool. Vor allem, was wollen die mit einem Latias Need, wenn die gar kein Latias sind? Hier, das ist auch für dich. Kriege ich jetzt mein Mega-Armband? Bitte? Geil! Wenn ich jetzt einen Rupert-Stein hätte oder irgendeinen Stein, der irgendwas bringt, könnte ich Rupert eine Mega-Entwicklung machen lassen. Wo kriege ich nochmal mal den Stein für meinen Sumpex dann her? Wenn du eine Mega-Armband trägst und eng mit deinem Pokémon befreundet bist, das einen Mega-Stein hat, dann kannst du Mega-Entwicklung machen. Probier es mal aus. Hat Tink gesagt, man muss gut damit befreundet sein? Egal. Ich hoffe, der Mega-Armreif, den du gerade erhalten hast, wird dir helfen, Antworten auf die Fragen zu finden. Aber nun, lass uns zurückkehren. Mit Latias natürlich. Latias, keine Ahnung. Oder weiß ich. Cool. Ja, Latias, wir haben deinen Bruder geklaut. Ist das okay? Ja, gut, tschüss. Oder Schwester, oder keine Ahnung. Eigentlich sind die geschichtslos als ein Jahr. Legendäre Pokémon. Schua. Ich glaube, es bietet dich gut auf Latias aufzupassen. Ja, mach ich. Ich tue direkt in die Box rein, dann kann halt gar nichts passieren. Das ist eigentlich voll gute Taktik bei mir. Ich muss sagen, du hast meine Erwartungen weit übertroffen. So stark wie du bist, wirst du sicher auch Route 119 City. Route 119 City, wer kennt das nicht? Und Baumhausen City hinter dir lassen. Wo wir den nächstes Mal sehen werden, glaube ich. Mein Arsch tut so weh vom Sitzen, ey. So, wieso wird da zweimal Wingull angezeigt? Naja, egal. So, wir haben jetzt Latias dabei. Cool. Rugschlag macht, dass ich noch mindestens 1 KP habe. Oh, warte mal, das ist eigentlich voll geil. Wieso kann ich keinen beibringen? Wie dumm. Na egal. Welches Level ist Latios jetzt? Latias? Ich denke mal, ich habe Latios dabei, weil ich eigentlich immer Latios hatte. Ist mir scheißegal, ob mein Pokédex irgendwie voll ist oder nicht.
Ich will nur Spaß haben. Sag mal, wie kann man eigentlich zu unfähig sein, um auf seinen scheiß Pokémon-Dingen drauf zu klicken? Was hat denn jetzt? So, jetzt aber. Ich habe jetzt das Steuerkreuz extra, müsste mich nicht daneben treffen. Level 30. Hä, das hat doch ein Geschlecht? Dann ist das ja gar nicht so richtig legendär. Ach, keine Ahnung. Volle Immunität gegen alle Bodenattacken. Heilwoge. Trochenodem. Trochenodem vor allem. Nebelball. Eine Kugel aus Wasser, die Nebel erhält, enthält. Okay. Das ist irgendwie eine coole Attacke. Nebelball. Hört geil an. Psyban von. Ja, okay. Aber ich will den jetzt nicht unbedingt im Team behalten. Was habe ich denn für Steine? Habe ich da irgendwas Cooles? Ups. Ja, nein. So. Ich habe ein Voltensonit. Ich habe Stolosnit. Stardosnit. Simsalanit. Warte mal, das kann man nur verkaufen. Zwei Mondstein. Flunkiefer. Super, ich habe keinen Stein, der mir irgendwas bringt. Ich brauche einen Rupertstein und ich brauche einen. Wer ist das andere? Keine Ahnung. Was ist das? Ich glaube, ich google mal gleich, wo man den kriegt. Vielleicht tun wir uns die dann im nächsten Part oder so. Okay, Leon. Ich habe gedacht, die kriegt man hier noch nicht. Okay, egal. Gut, dann würde ich sagen, halt die Fresse da unten. Speichern wir mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dings zu werten und vielleicht kriegen wir dann ein Mega-Stein, das wir holen. Dann könnten wir endlich mal eine Mega-Entwicklung mit Rupert machen. Tschüss.